Let's play Punch Club. Wir haben unseren letzten Kampf gewonnen. Das war super. Dadurch sind wir jetzt in der Tabelle. Krass. Kurz hinter Dragon Ray. Gegen den haben wir ja leider schon mal verloren. Deswegen müssen wir mehr trainieren. Wir sind relativ fit, aber ziemlich hungrig. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall jetzt nicht ins Gym zu gehen. Wir können auch jetzt neuerdings Übungsgeräte kaufen. Das wäre eigentlich so mal mein nächstes Ziel, dass wir zu Hause trainieren können. Aber erstmal müssen wir Tüte Hack kaufen. So, ab nach Hause. Ah, da wohnt Roy. Was geht denn wohl bei Roy? Das ist ja unser neuer Buddy, ne? Buddy Roy. Gucken wir mal, was der so zu erzählen hat, oder? Ah, okay. Heute müssen wir uns für die Kampf... die Liga schon wieder anmelden. Ah, scheit. Achso, anmelden. Dann haben wir aber noch 2 Tage Zeit, ne? Ah, Roy. Roy fährt einen dicken Pickup-Truck. Hat eine Veranda. Hey, Kumpel. Schön, dich zu sehen. Was ist los? Also, ich wollte meine Schwester abholen, aber mein Auto hat eine Panne. Wir haben den A-Team-Van. Verdammt, das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Ja, jedenfalls habe ich meine Schwester von dir erzählt. Und wie toll du bist. Love Story incoming. Sie ist nicht wirklich beeindruckt vom Kampf. Aber hey, du solltest ihr mal Hallo sagen, Kane. Du bist ein toller Kerl. Ha, ha. Die Schwester heißt Adrian. Adrian! Danke, Mann. Ich sag dir bestimmt mal Hallo. Super. Und jetzt komm und lass uns über Taktik und so reden. Danach können wir zusammen trainieren. Cool. Roy möchte mit mir trainieren. Hä? Ich dachte, das Auto ist kaputt. Wieso ist sie denn jetzt doch da? Oh. Ich kann hier auf Schrott rumhauen. Okay. Das bringt nichts. Verrückt. Erstmal mit Adrian sprechen. Wie auch immer sie hier hingekommen ist, habe ich hier nicht aufgepasst. Wie geht's? Ich bin ein Freund von Roy. Hoffentlich hat er mich erwähnt. Oh, hi. Ja, er gehört gar nicht auf, von dir zu erzählen. Wie super cool ihr zwei seid. Er gibt immer noch so viel an wie damals. Ich habe Adrian getroffen. High five. Ich bin Adrian. Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Ich muss mit Roy reden. Schwingen der Liebe. Gewinne Adrians Zuneigung. Das ist schwieriger als die Kämpfe. Ja, das stimmt. Verdammt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich frag besser Roy. So. Entspann dich mit Roy. Geh zur Bar. Frage nach der Schwester. Ja, Roy, deine Schwester ist, wie soll ich sagen, ziemlich attraktiv. Das liegt in der Familie und hey, sie ist auch ziemlich klug. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Ich glaube, sie mag dich. Ich weiß nicht, Roy. Das sieht gar nicht so aus. Ich denke schon. Weißt du was? Sie mag Blumen. Denk drüber nach. Okay, Roy. Danke für den Tipp. Kein Problem, Kumpel. Ich glaube, es würde ihr gut tun, mit einem tollen Kerl wie dir Zeit zu verbringen. Yeah. Ja, dann erstmal ein bisschen flexen. Ist klar. Oder wer Adrian? Können wir jetzt schon Blumen haben? Nee, ne? Ja, Roy erzählt, dass du Blumen magst. Da hat er wohl recht. Was für Blumen magst du denn? Du bist als ein Boxer, Herr. Kriegsblumen, die man nur im Kampfgarten kriegt. Ich interessiere mich für Blumen. Ich sammle für ein Herbarium. Ach je. Was ist hier los? Ich hab schon wieder auf mein Kabel gedreht. Das verstehe ich nicht. Nun, ich würde dir gerne helfen. Jetzt müssen wir Blumen sammeln. Und wir sind offensichtlich dumm. Wirklich, das ist ja toll. Ich kenne die Stadt nicht so gut. Also wäre es toll, wenn du für mich nach Blumen suchst. Oh je. Na klar, ich durchsuche die Stadt. Da ist schon die erste. Hallo, Blume. Hey, ich glaube, ich habe eine Blume gefunden. Genau, das ist die richtige. Ich brauche 5 von denen. Blümchen pflücken. Tolle Aufgabe für einen Boxer. Cool, richtig krass abpflücken. Ne, ich will jetzt mit Roy trainieren. Wir trainieren zusammen, komm. Hey, wäre es nicht toll, mit einem so starken Partner wie dir zu trainieren? Yo, Kumpel, mit einem Partner zu trainieren ist viel effektiver. Aber ich muss mein Auto reparieren. Das ist immer noch kaputt. Willst du mir helfen? Hilfst du mir, helfe ich dir und so. Klar. Wie mache ich das? Muss ich hier draufhauen oder was? Davon wird's heile? Sehe jetzt keinen Fortschritt oder so, außer dass ich alles verliere. Es ist so klasse, dass du mir hilfst. Okay, scheinbar repariert man so Autos. Mhm. Ich krieg dafür nichts und ich sehe auch nicht, wie lange es dauert. Roy, können wir darüber reden? Baron? Lass es kämpfen, sei kein Hasenfuß. Oh, du hast es so gewollt, Kumpel. Auf geht's. Ach, krass.
Aber erst müssen wir ein Bier trinken. Ich glaube, Roy kann gar nicht kämpfen. Gut, dann entspannen wir uns. Es gibt fröhlich Zität. Oh, es gibt alles. Cool. Mit Roy chillen ist nicht das Schlechteste. Roy, können wir jetzt mal sparren? Jetzt dürfen wir? Nein. Oh, jetzt müssen wir erst wieder chillen. Gibt's da jetzt irgendeinen Weg oder passiert hier nichts? Muss ich jetzt hier weiter drauf rumhauen? Dass mir nichts bringt. Darf ich schnell? Ich sehe da nichts. Okay, Roy, war schön mit dir. Wir melden uns jetzt aber trotzdem für die Kampfliga an. Das wird nämlich tough. Wir sind ziemlich müde und müssen auch mal wieder was essen. Ah, da ist so eine Blume. Hallo. Ja, wir brauchen noch vier. Kein Problem. Adrian wird sich unsterblich in uns verlieben, wenn wir fünf Blumen bringen. Morgen ist der nächste Kampf. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen rankloppen. Ja. So, erstmal ausschlafen, dass das schon mal kein Problem mehr ist. Noch so eine Kuh essen. Dann müssen wir heute arbeiten gehen, weil wir sonst wieder nicht mehr genug zu beißen haben. Ja, fahren wir mit dem Bus hin. Wir müssen Zeit sparen. Bulldozermann. Super, super Bulldozermann. Nee, Presslufthammermann, nicht Bulldozermann. Damit wir auf jeden Fall genug haben. Ah, ich würde ja auch gern noch. Hey, Tag ist zu Ende. Dann ist heute schon wieder Kampf. Verdammt, Axt. Wie schnell das geht, wenn man ackert, ne? So, stopp. Okay, wir müssen erst in den Supermarkt. Fahren auch mit dem Bus, anders geht er nicht. Kaufen beim Kollegen hier noch ein bisschen Fleisch. So, dann haben wir noch genug für das Gym. Gehen wir erst ins Gym, das ist direkt um die Ecke. Aber wir müssen halt eigentlich noch essen und schlafen. Ne, wir fahren erst nach Hause. Kloppen uns ein Steak rein, was wir gekauft haben. Schlafen. Aber nicht zu lange. Ja, reicht. So, jetzt ins Gym. Eieiei. Micromanagement vom Feinsten. Da wird jetzt trainiert bis zum Kampf direkt. Ich hoffe, das geht klar. Weil wir müssen hier eigentlich auf jeden Fall auf 4. Oh, das wird eng. Das wird eng. Ich weiß, wir müssen gleich mal gucken, ob wir aus der Liga fliegen, wenn wir uns nicht anmelden. Das weiß ich nämlich nicht. Wäre schon wichtig, weil sonst hätte ich den Kampf jetzt ausgelassen, ne? Weil wir brauchen ja auch noch einen Heimtrainer und so Sachen. So. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht mehr auf 5. Bob. Hier will ich auf jeden Fall erst noch wieder auf 2. So, und jetzt machen wir. Soll ja, wenn möglich, noch eine 5 hinkommen, aber das wird wohl nichts mehr. Ne. Nein! Oh, puh. Wir müssen jetzt kämpfen, aber ich glaube, das wird nix. Wir können jetzt eine. Ach so! Nee, Dragon Ray, Moment. Haben wir gegen Dragon Ray schon verloren? Hoi! Oh. Uiuiui, das ist auch so ein Kicker. Uiuiui, böser Kicker. Mehr kicken, mehr Combo. Ah, schade. Komm! Ja, noch sieht's eigentlich ganz gut aus. Der hat mehr Leben als wir, aber nur minimal. Boah, wir brauchen ganz schön Ausdauer. Eher noch mehr als wir. Oh, die Kombos werden ein Problem. Deine sitzen nämlich viel besser als meine. Aber, ja, schwierig. Schwierig. Gucken wir mal. Bam! Schade. Nein. Seine Kombos sind ein Riesenproblem. Bam! Jawohl. Komm schon. Ja, umgetreten. Komm schon, weiter. Ja. Ja, der ist fast fertig. Der hat keine Ausdauer mehr. Der fällt jetzt immer wieder um. Komm schon, Dragon Ray. Du musst umfallen. Ich weiß nicht, warum ich gerade Dragon Ray angejubelt habe. Ja. Auf, komm. Oh, wir sind total der Underdog. Dafür hoffe ich, kriegen wir 1000 Geld. Oh. Komm schon, Johnny. Bam.
Ach, ja, ist das spannend. Hey, Dragon Ray, du musst umfallen. Schmeiß den Dragon Ray um. Der darf sich nicht in die Glocke retten. Oh, 49-3. Komm, wir brauchen nur eine Combo. Irgendeine Combo. Nein, nicht wir. Nicht du, Dragon Ray. Du, Super Franz. Ja, ein Treffer noch. Komm. Jawohl. Ja. Oh, das war aber aufregend und verdammt knapp. Wir sind auf dem 5. Platz. Das ist gar ein Achievement. Jetzt ist unser neues Ziel, Champion der Liga zu werden. Eieiei. Derzeitige Anmeldung in 2 Tagen. Verlieren wir wohl Punkte, wenn wir nicht hingehen? Das weiß ich nämlich nicht. So, was könnten wir denn jetzt hier noch lernen? Boah, für 19 Punkte, krass. Neues aktives Talent. Ah, Ausdauer sinkt nicht unter 4 und Muskelgedächtnis. Okay, cool. Jetzt müsste aber erst den hohen Schlag lernen. Aber das wäre cool. Dann pumpen wir die einmal auf 4 und dann bleibt die da. Oder? Bin ich nicht so doof? Ja doch, das ist ja das, was wir am wenigsten trainieren. Das finde ich nicht so schlecht. Ja, dafür brauchen wir Stärke 4. Okay, das ist kein Problem. Finde ich. Ich finde die Idee gut. Okay, das können wir jetzt nicht mehr kaufen. Ich weiß halt nicht, ob Ausweichen besser wäre als Blocken. Senkt Schaden drastisch oder man weicht aus. Es kostet 2. Das kostet 1. Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden, muss ich gestehen. So, okay. Wir sind eigentlich relativ fit. Dann können wir mal wieder ackern gehen, oder? Ja, Zeit ist immer ein Problem. Haben wir einen Bus. Brauche ich nochmal einen neuen Job. Heute ist wieder letzter Tag für die Anmeldung. Ich weiß. Will es auch nicht probieren, mich nicht anzumelden. Aber wir müssen Stärke auf jeden Fall auf 4 ballern. Also richtig reich werden wir hier nicht, ne? Ah, wir sind zu müde zum Arbeiten, okay. So, kaufen wir erstmal wieder ein paar Steaks. Apu, unserem Steakhändler. Ah, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Vorrat. Ah, der frisst die natürlich auch so weg, der Kollege, ne? Ja, wir fahren jetzt immer Bus, wir müssen Zeit sparen. Und die 10 Dollar fürs Gym gleich, den haben wir ja auch noch. Laufen jetzt einfach bis wir... stopp! Vergessen, für den Kampf anzumelden. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht, den nächsten Kampf. Wir gucken jetzt, was passiert, wenn wir uns nicht anmelden. Ich glaube nicht, dass wir aus der Liga fliegen. Okay, wir haben keinen Kampf. Okay. Anmeldebeginn in 2 Tagen. Okay, wir setzen jetzt einfach aus. Das hätten wir vielleicht mal hätten wir auch mal machen sollen als... Okay, aber noch ist alles cool. Aber dann überholt uns ja wahrscheinlich jemand, aber das ist nicht schlimm. So. Ich würde sagen, dann ist es dann Zeit, stärker auf 4 zu ballern, weil drunter kannst du ja nicht. Und auch, ich würde mir auch gerne mal die illegalen Kämpfe angucken. Da können wir jetzt auch mal zu Fuß hingehen. Oh, 10 Dollar sind okay. So, dann gehen wir jetzt mal an die Eisen, was? Das muss jetzt auf 4 geballert werden. Weiß halt nicht, also ich glaube, so einen hohen Grundwert zu haben, schadet wahrscheinlich nicht, oder? Das klappt ja ganz gut. Sobald das weniger Punkte werden, gehen wir natürlich... Oh, nee, stopp. Machen wir hier ein bisschen Knie beugen. Aber die machen auch Ausdauer und Stärke, okay. Wenn wir halt nicht geschickt trainieren, ist das nicht so schlimm, weil das auch nicht unter 4 sinken kann. So, stopp. Wir müssen auf jeden Fall Stärke... Nehmen wir mal beim Punching Ball, kommt auch Stärke dazu. Punching Ball, beim Sack. Beim normalen Sack. Bop, bop. Ich wüsste gerne, kommt jetzt hier...
Ja, sind wieder volle. Nee, oh, stopp. Die sind nicht mehr voll. Dann hauen wir noch mal ein bisschen auf den alten Reifen. Ah, oh, es gibt auch Stärke. Es gibt alles, okay. Was ist denn mit Bankdrücken? Haben wir noch gar nicht gemacht, oder? Oh, wenn man das so vernachlässigt hat, dauert das ganz schön lange. Verdammt, ich hoffe, wir schaffen das mit dem Hunger. Sonst müssen wir gleich noch einen Riegel essen. Ja, okay, müssen wir noch einen Riegel essen, weil wenn wir das haben, dann kannst du ja nicht mehr drunter sinken. Das ist dann echt geil. Nehmen wir doch mal einen Proteinriegel, oder? Der ist deutlich effizienter. Da, komm. Komm, Johnny, komm schon! Kämpfen! Oh, das ist viel zu wenig! Wir machen doch lieber wieder Dips. Ja, das ist doch die 4. Krass. Haben wir doch schon. Abbruch. Dann machen wir jetzt nochmal was alles trainiert. Beziehungsweise Ausdauer, weil die kann noch unter 4. Jetzt sind wir fertig. Okay. Ab nach Hause. Ach, morgen müssen wir uns erst anmelden, ganz in Ruhe. Wie machen wir das denn jetzt schlau? Schlafen kurz. So. Dann gibt es noch einen lecker Steak. Ist auch schon bald schon wieder neu gekauft, verdammte Axt. Wollen wir heute noch arbeiten? Ja, müssen wir, ne? Im Bus haben wir kein Geld. Okay, heute müssen wir uns wieder für die Anfängerliga anmelden. Aber da würde mich noch interessieren, ob es da jetzt Phase ist. Sind wir sehr gefallen? 1, 2, 3, 4, 5 sind wir immer noch. Okay, also wir müssen nicht antreten. Weil als nächstes wäre natürlich Kick Sloan. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir nicht antreten. Ich finde es momentan eigentlich nicht schlecht, ein bisschen zu üben. So, wo waren wir denn noch nicht? Sportgeschäft, okay, da wissen wir. Okay, Muckibude, wir gucken uns mal die verlassene Lage an. Wir wissen, was diese illegalen Kämpfe so zu bieten haben. Hi, ich hörte, du organisierst Ultimate Fights, stimmt das? Du siehst nicht aus wie ein Polizist, also ja. Und sind offensichtlich verboten. Du kannst jetzt in der Ultimate League kämpfen. Mache mir schon ein paar Sorgen. Dann bin ich dabei. Okay, aber wir kämpfen nicht jeden Tag. Und die Kämpfe sind richtig gefährlich. Fried. Oh, hätte ich nicht mein Gesicht verbrannt, wäre ich jetzt wie du. Okay. Much Drama. 0 von 300. Geplante Kämpfe. Kampf verfügbar. Zufällige Gegner aus der Kämpfe. Hardcore-Kämpfe. Ich weiß nicht, wie gut die sind. Ja, du, von nix kommt nix, oder? Ach, direkt jetzt! Oh, das könnte aber klar gehen gegen den. Der kann halt ein bisschen Kram, aber... Gucken wir mal. Oh, ich hab nicht geguckt, wie der Kollege heißt. Oh, hier ist schon die Crowd, Das ist aber kein Octagon, das ist einfach nur ein Kreidering. Das ist ja langweilig. Bam! Direkt die dicke Combo ins Gesicht. Er aber auch. Oh, der trägt ein Unterhemd. Fieser Street Fighter. Aber wir haben echt mit der Ausdauer, das läuft gut. Bam! Ah! Abstand! Nein! Ah, ist knapp. Also wir müssen mal wieder so ein paar Kombos landen, wie bei dem anderen. So, zum Beispiel, komm! Ah. Er hat gleich ein Ausdauerproblem, das ist super. Vielleicht sollten wir diesen tiefen Tritt doch lernen, um den Gegner noch bewusst Ausdauer zu entziehen. Bam! Der fällt jetzt einfach immer um. Komm, leg ihn nochmal! Umleg... Jawoll! Das muss doch noch irgendeinen Vorteil haben, wenn man den umkloppt, oder? Ja, ist noch knapp. Also wenn wir ein paar blöde Kombos reinkriegen, ist halt vorbei. Schön. Schön die Fäuste hoch. Jawohl! 18er Kombo! Das ist der neue, das ist wahrscheinlich die neue Stärke, oder? So eine hohe hatten wir noch nie. Eieiei, der Ultimate Fighter. Und wir machen ja alles.
Ich hoffe, hier gibt's viel Geld. Komm schon! Bam! Ja, ja, 19. Boah, das war eine dicke Kombo von ihm. Komm schon! Ja! Nein! Ja! Oh, nice! Ein Hit noch. Das war's. Easy cheesy. Oh, da vorne war übrigens auf der Kiste stand Top Secret Army irgendwas. Ja, cool. Oh, oh, jetzt kommt ein Mysterious Stranger. Mit einem Laserauge. Ist das der, der unseren Vater umgebracht hat? Wäre schrecklich. Erst mit der Mann mit dem roten Auge. Ich habe das Gefühl, ihm schon mal begegnet zu sein. Ja, das stimmt. Das ist der böse Vater-Töter. Als ich ihn zum ersten Mal sah, hatte ich das gleiche Gefühl. Jeder nennt ihn den Mann in Schwarz oder das rote Auge. Er richtet auf seiner Insel einen Wettkampf für die besten Kämpfer aus. Oh, das Kumite! Gelegentlich kommt er her, um sich neue Kämpfer anzuschauen. Aber er lädt nur die Meister ein. Dann muss ich halt der Meister werden! Geil, Herausforderung geschafft. Oh, jetzt müssen wir uns in der Ultimate League beweisen. Eieiei, noch so ein... Ah, wir haben auch ein bisschen was gewonnen. Cool, wir sind Ultimate Fighter. Voll gut. Ich dachte, wir können jetzt nicht mehr unter 4 Stärke sinken. Hab ich das nicht gelernt? Doppelläufer. Ausdauer läuft nicht, sink nicht unter 4. Ich bin so ein Trottel, ne? Das ist ja unglaublich. Oh Mann. Aber jetzt können wir das bald lernen. Ich würde sagen, dann lernen wir auch den Kinnhaken. Weil die wollte ich jetzt schon noch haben, dass das nicht sinken kann. Weil dann haben wir da einen Grundstock. Habe ich mich wieder verlesen, ey. Lesen und ich. Mann, Mann, Mann. Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Und wie immer, bis gleich, ne?